Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cimmerian 6. Wir haben unsere neue Begleiterin Rosa in der letzten Folge kennengelernt, werden jetzt weiter versuchen, hier das Level zu clearen und uns erstmal ihre ganzen Fähigkeiten anschauen. In so einem kleinen Tutorial. My dissolving strike can make them disappear. Quite literally. Okay, jetzt bin ich tatsächlich gespannt, wie lange das dauert, bis sie zersetzt werden. Wie lange, wer sieht ihn denn? Wahrscheinlich nur der eine, der hier Patrouille geht, oder? Er ist doch, glaube ich, hier lang gewandert. Er macht da sein kleines Geschäft, glaube ich. Und dann läuft er hier lang. Nö. Oder auch nicht. Gar keiner sieht ihn. Okay, dann können wir ja auch entspannt erstmal ihn zersetzen. Ist auch relativ laut. Ja, okay. Ich verstehe, warum es so laut ist. Er ist auch rumschreien hier am Spieß. Macht Sinn, dass es ein bisschen lauter ist. Let me turn that soldat into a human bomb and use him to dispose of more trash like him in one go. Ja, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Man kann aus denen eine Bombe basteln. Holy shit. Du willst nicht von einem Panzerwolf herumkommandiert werden. Depends on it. Hat irgendjemand was gesehen? Ist irgendwas passiert? Ich glaube nicht. Geduld, wir werden sie schon noch finden. Ja, wir brauchen mal ein bisschen mehr Reichweite. Könnt ihr euch mal ein bisschen umdrehen? Danke. So, warte mal. Lass mal ihn hier. I have something for you. Holy shit. So, warte mal. Speichern. Ja, ich glaube auch, dass du jetzt eingebildet hast. Nichts passiert. Okay. Cool, cool, cool. Sehr interessante Fähigkeiten. Haben wir jetzt hier noch so einen dritten Punkt? Ja, hier haben wir noch einen. Okay. Dann lass uns mal hier rüber huschen. Let's go. My stunning link will keep him occupied. And by occupied, I mean drugged. Okay, okay, das ist auch krass. Das hat sogar eine relativ lange Reichweite. Holy shit. Wie weit ist die Reichweite? Boah. Das ist schon ziemlich geil. Vor allen Dingen, solange man will. Das ist schon cool. Gefällt mir. Finally, some action. Gefällt mir, gefällt mir. Wie pumpt ihn erstmal voll mit irgendwelchen Drogen. So, dann können wir ihn nämlich umbringen. Auf ganz entspannt. Erstmal gehen wir hier so ein bisschen hin. Wir müssen uns eigentlich ein bisschen Deckungsschutz geben. Wo ist denn der eine Duke? Der kommt jetzt hier, ne? Okay. Kein Problem. Ah doch, okay, gibt uns Schutz. Können wir nämlich gleich ihn umbringen, sobald er abhaut. So, dann schnappen wir uns mal, Kollege. Schnürschuh. Sieht er jetzt eigentlich irgendwas? Er sieht gar nichts. Okay, perfekt. Wird er noch von irgendwem gesehen? Nö. Das heißt, wir könnten eigentlich auch direkt mal ihn gleich wegmachen. Dann haben wir das auch erledigt. Warten wir noch, bis er wieder hochgeht. Dann passt das. Mit DirectX 11 scheint es übrigens besser zu laufen. Es scheint wohl wirklich daran gelegen zu haben. Oder an der Bildschirmaufnahme. Ich muss nochmal gucken, ob ich vielleicht in der nächsten Folge zurück auf Vollbildaufnahme stelle. Easy, mate. Easy. Comfy, right? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir hier eigentlich irgendwas, mit dem wir interagieren können? Nicht direkt. Mal ganz kurz auf die Map gucken. Hier oben ist so ein XP-Ding. Da müssen wir allerdings
weiß ich wahrscheinlich das Ding hier gemeint, ne? Ja. Okay, da müssen wir einige wegmachen. Diese Soldaten brauchen mehr Disziplin. Und darunter müssten wir theoretisch auch noch. War hier nicht eine Treppe? Wollen wir nicht erstmal hier runtergehen und uns das XP-Ding holen? Wäre auch eine Maßnahme. Das kleine Mini-Tutorial haben wir jetzt auch erstmal abgeschlossen. Wo ist denn die Treppe? Hier ist die Treppe. Ja, wir können da runtergehen oder wir holen uns erstmal direkt jetzt hier das Ding. Wenn wir schon mal hier sind, könnten wir eigentlich auch hier mit anfangen. Aha. So. Okay, wird er gesehen? Er wird ein bisschen gesehen, aber wir könnten uns mit ihr auf jeden Fall gleich mal da reinschleichen. Und dann können wir ihn auch ein bisschen unter Drogen setzen. Weil ich glaube, er sieht ihn, wie er hier am Auto steht. Obwohl. Ah. Na, ist eine knappe Nummer. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er sieht ihn. Hier sonst noch irgendwer hinsehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Particular wish to dispose of a few specific Nazis in Lilliba. Personal grudges, you understand. Rief Rosa mit ihrem persönlichen Groll umzugehen. The head of this manhunt. Now the hunter becomes the prey. Verstehe. Sie ihn erstmal unter Drogen setzen. Did you need something? Und dann über ihn eigentlich auch ganz kurz platt machen. Wiener. Don't stretch this out for yourself. Danke. You smell like sauerkraut. Ab ins Büschlein. You're looking good in there. Mhm, denke ich mir auch. Der sieht sehr, sehr gut aus in dem Busch. Okay, was passiert, wenn ich jetzt die Verbindung kappe? Spit it out. Kann ihn überhaupt jemand sehen? Nö. Okay, lass mal die Verbindung kappen. Okay. Er holt sich einfach und alles ist bestens. Dann, ich würde sagen, gönn dir mal noch eine kleine extra Drogendosis. Die wird dich wundervoll berauschen. Gut. Was haben wir jetzt hier im Angebot? Die ganzen Jungs. Er sieht ihn. Er sieht ihn. Und die beiden sehen ihn. Die sehen wahrscheinlich hier überhaupt gar nichts, bis auf nach vorne. Und er sieht sie. Mhm. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Unsere Aufgabe ist entscheidend fürs Verhandeln. Gut, also ich würde ja mal behaupten, wir kümmern uns erstmal um ihn. Was ist mit denen hier? Sehen die irgendwas? Er sieht ihn auch, ey. Wirklich jetzt? Holy shit. Na egal. Why is Kamla so hellbent on capturing you? He must have promised his Führer a Geiststrafe high in the sky. Erstmal um ihn da. And now he needs someone more capable than him to bake it. Stay. So, wo bist du? Du bist hier. Haben wir erstmal ihn platt. Ja, und dann schauen wir mal. Rein in den Busch. Danke. Frage ist, wie kommen wir jetzt an ihn ran? Er wird halt von 2, 3 Leuten gesehen. Okay, wir haben nichts zum Ablenken. Wir haben nichts zum Ablenken. Wir haben eine Blendgranate. Versetzen. Ich weiß nicht, ob es zeittechnisch ausreicht. Wir könnten es ausprobieren. Aber ich glaube nicht, weil ihn zu viele gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber abwechselnd sehen. Naja, es wird nichts mehr zu setzen. Die Bombe. Ah. Die Bombe. Ja. Die Bombe ist es. Nicht die Bombe, die Stinkwolke. Mal kurz checken. Wie weit geht er, ist die Frage. Nur bis dahin?
Wo der Punkt ist? Wäre jetzt nicht allzu weit. Würde auch tatsächlich nicht ausreichen. Wir probieren es mal aus, ganz kurz. Ach, come on. Das war dumm. Wir könnten ihn auch irgendwie in den Tod schicken. Wenn wir ihn da hinschicken mit der Bombe. Das wäre krass. Warte mal. Lass uns mal kurz. Lass uns aber erstmal kurz nochmal das hier checken. Wie weit er tatsächlich jetzt geht. Okay, er geht tatsächlich nur bis zu dem Punkt. Das war eigentlich auch klar. Geil ist, wenn sich da später die Reichweite erhöht. Oh, und man die richtig, wenn man ihn hier bis hierhin schicken könnte, dann könnte man mit der Bombe die komplett hops nehmen hier. Das wäre schon ziemlich nice. Ja. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wir könnten... Was bringt uns das, wenn wir hier hochgehen? Okay, da kommen wir hier hinten irgendwo hin. Hier haben wir noch ein Tutorial tatsächlich. Okay. So. Ah, lass mich kurz überlegen. Was hat er denn noch? Er hat eigentlich nichts, was uns bringt. Außer die Blendgranate. Mit der könnten wir eventuell ein bisschen arbeiten. Reicht das, um beide zu blenden? Nee. Ah, shit. Hin und her springen bringt uns auch nichts. Hier wird er auf jeden Fall schon mal von einem weniger gesehen. Nee, wir sollten eventuell vielleicht erst die Boys hier ausschalten. Ist die Frage, wie wir an die rankommen. Mit der Stinkwolke bringt uns das auch wieder nichts. Oder? Was hat die für einen Explosionsradius? Na. Ja. Reicht, um ihn zu töten, aber für mehr auch nicht. Wird er. Von wem wird er noch gesehen? Von ihm da hinten. Okay. Okay, pass auf, wir machen. Wenn wir ihn dahin locken, könnten wir es gar nicht schlecht. Weiß aber nicht, ob das funktioniert. Okay. Die erste knifflige Sache tatsächlich. Entweder übersehe ich gerade brutal irgendwas. Weiß nicht, wir könnten es mal mit dem Dings probieren. Ich probiere es einfach mal. Just for fun, aber ich glaube nicht, dass das mit dem Ding funktioniert. Das wäre auch zu krass gewesen, wenn das so schnell geht. Okay, ja. Aber wir haben es mal ausprobiert. So, ich musste mal kurz eine kleine Toilettenpause machen. Wie regeln wir das Ganze denn jetzt hier? Ich stehe, wie gesagt, leider ein bisschen auf dem Schlauch. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr einen Plan gerade im Petto habt. Ich denke aber... Was haben wir für Möglichkeiten? Wir müssen irgendwie die Boys hier erst ausschalten. Ich denke, wir werden... Von wem wird er gesehen? Okay. Wir machen es wie folgt. Lovely day for a walk. Wir machen es wie folgt. Warte mal. Don't waste my time. Ja, nicht da lang, einmal hier rum bitte. I got it. Wir werden einmal schön hier rumgehen. Und mit ihm. Jetzt habe ich einen guten Plan, einen sehr guten Plan. Pass auf. Wir werden das wie folgt machen. Du gehst erstmal hier um die Ecke. I'm ready.
Du setzt deine kleine Giftwolke ein. Das ist alles ein bisschen tricky tatsächlich. Where's your gas mask, idiot? Stop squirming. So, und du bleibst erstmal schön da stehen, Kollege. I'm up for anything. Jetzt können wir eigentlich ihn ausschalten. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das heißt, wir müssen gleich mal ganz schnell darüber huschen. Sehr, sehr schön. Okay, lautstärkentechnisch ist das auch gar kein Problem. Perfekt, 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 perfekt. Okay. Kurz auf dem Schlauch gestanden, aber letztendlich lässt sich das doch alles regeln. Er wird von ihm da hinten gesehen, aber ich denke mal, das kriegen wir eventuell mit einer Zersetzung hin. Aber mit der Zersetzung können wir natürlich gerade nicht agieren, weil wir ihn am Start haben. Wir könnten ihn eiskalt abknallen. Habe ich jetzt aber persönlich auch nicht so Bock drauf. Wir schauen mal. Ah, ich glaube, das reicht zeittechnisch nicht aus. Wir könnten ihn aber blenden. Pass auf, wir probieren mal Folgendes. Wir werfen auf ihn eine Blendgranate. Und mit ihr probieren wir... oder wir nehmen die Bombe. Wir könnten die Bombe ihn hier hinschicken und dann beide explodieren lassen. Aber ich glaube, wir probieren es mal so. Müsste sich eigentlich ausgehen. Perfekt. Jetzt können wir mit der Stinkbombe. Warte mal, wir müssen mal einmal hier so rumgehen. Ich glaube, wir können die mit der, aber ich glaube, er lässt sich nicht bewegen, oder? Auch nicht mit der Stinkbombe. Warte mal. Wenn nicht, nehmen wir die Zersetzungsmethode auf jeden Fall wieder. Das sollte bei ihm auf easy klappen. Ne, er bewegt sich nicht, weil er ist ein Offizier. Okay. Speichern ganz kurz. Aber das sollte gar kein Problem sein. Now he won't have to explain his failure to Connor. It's a mercy, really. What? Ah, Moment. Hat er das jetzt gesehen? Ich will keinen Alarm auslösen. Irgendwie hat er es eigentlich gesehen, aber eigentlich auch wieder nicht. Warte, wir machen nochmal neu. Nur um sicher zu gehen. Now he won't have to explain his failure to Connor. It's a mercy, really. Das ist besser. Freichern. Okay. Ach, man kann ja auch die Leichen zersetzen, ne? Gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Hallo? I'll take care of the corpse. Oh, okay, man muss Steuerung drücken, um die Leiche anzuvisieren. Ja gut, ich sag's mal so, ne? Dann sind wir hier schon einiges an... Ach ja, okay. Pass auf. Hab direkt schon neue Pläne in Arbeit. Wir gehen mal hier hin. Du musst schon andersrum gehen, sonst hast du ein kleines Problem gleich. Hallo, geh bitte so rum. Junge Frau. Ja, wir werden ihn jetzt erstmal hier so in die Richtung schicken. Und dann können wir ihm eigentlich eine kleine Infusion legen. Wie weit sieht er? Ist da. Ja, okay, dann legen wir ihm hier so eine kleine Infusion. Naja, du brauchst nicht atmen. Atmen wird völlig überbewertet. Das kann ich dir versichern. Und dann können wir uns eigentlich Kollege Schnürschuh direkt schnappen. Was? Er sieht ihn? Easy. Warum wird mir da gerade eine Sichtlinie angezeigt? Weird.
just accept your fate. Okay, scheint ein Fehler zu sein. You can't just lie here. Das scheint ein Fehler zu sein. So, dann einmal hier rumgehen bitte und den da reinwerfen. I know what needs to be done. Können wir eigentlich ihm gleich noch eine Infusion kostenlos dazulegen, oder? Oh. Oh, und ihn schön mit der Bombe dann reinschicken. Oh, ja. Warte mal, können wir die Bombe zünden und eine Infusion gleichzeitig legen? Wir machen es anders. Wir legen ihm eine Infusion, killen ihn und dann schicken wir ihn mit der Bombe da rein. Einmal, zack. Zap, zap. Und dann gehen wir hier hoch. Wie weit sieht er? Okay, er sieht sogar nur so. Perfekt. I'm going. Können wir da auf ganz entspannt einfach hochgehen. Können hier rumgehen. Den sollte ja niemand sehen. Mal checken. Aber das sollte passen. Kannst du ihm bitte ein kleines Messerchen in den Hals rammen. Dann schmeißen wir ihn hier rein. Wir haben eine schicke kleine XP-Kiste noch. Was Level war hoch? Komm, gib mir was Gutes. Nahkampfangriff. Okay, nice. So, dann geh du mal hier rein. Und ich würde sagen, wir präparen uns für eine kleine Bombe. Und dann gehst du mal hier Richtung deiner Freunde. Okay, war nicht in Reichweite. Hat es mir schon fast gedacht. Aber das ist ja eine Unverschämtheit. Kannst du jetzt mal bitte. Mir wird schlecht. Ja. So, gar kein Problem. Wir locken ihn einfach immer weiter raus. Oh, das haben sie clever gemacht. Der Cooldown von der Stinkewolke geht nicht runter, wenn man die Betäubungsinfusion benutzt, weil man könnte den unendlich weit immer schicken, quasi in Kombination. Also du machst Betäubungswolke, legst ihm Infusion, machst Betäubungswolke, legst Infusion, machst Betäubungswolke, legst Infusion. Wir können es zumindest einmal abusen. Hoffe ich. Wie hoch ist der Cooldown? 1, 2. Was stinkt hier so? Ah, ne, fuck, das geht sich genau nicht aus. Jetzt können wir die gar nicht mit der Bombe hochjagen. Och, ist das lame. Schade. Ich hatte mich so gefreut. Na gut. Dann fick dich doch. Do you feel your bones melt? Er kriegt trotzdem eine Bombe. Oh, macht's gut. Here okay. I go again. Die alte Rosa, die alte Säure-Spezialistin. So, was ist überhaupt hier oben los? Gar nichts. Okay. Irgendwas noch übersehen hier? Nope. Da oben hätten wir nochmal ein neues Tutorial. Da oben wird ein bisschen geräuchert, würde ich sagen. Okay, wollen wir jetzt da hoch? Kommen wir da hoch? Ja, wir kommen hier über die Dings da hoch. Dann sind wir allerdings schon hier oben. Ich würde tatsächlich gerne erstmal hier runtergehen und mir noch ein bisschen XP abholen. Wir klären hier sowieso alles. Also wir brauchen nicht einen Weg nehmen, wir machen hier alle platt. Hier kommt keiner lebend raus. So viel ist sicher. Dann gehen wir erstmal da runter. Ich hab Bock noch ein bisschen, Leichen aufzulösen, ja, ne? I have a solution. Well, dissolution. So, hoch da. Ihr könnt ruhig im Rennmodus da hoch. Wir wollen noch eine kleine Leiche auflösen. Wise choice. Wenn wir hier sind, ne?
Wenn wir schon mal hier sind. Oh, hier haben wir auch ein neues Tutorial. So. Was gibt's hier Schönes? Ach so, okay. Es gab einfach nur mehrere Tutorial-Punkte für je nachdem, welchen Weg man geht. Verstehe. Wir gehen aber jeden Weg. So, einmal da runter bitte. Und dann gehen wir hier hin. Kann man das hier irgendwie sehen? Ich glaube nicht. Nope, hier sollten wir erstmal safe sein. Außer hier Kollege Schnürschuh kommt. Aber das passt. Okay. Rosa will auf jeden Fall mal, glaube ich, hier in den Busch gehen. Hier kann sie bestimmt eine schöne Bombe droppen. Agreed. Nehme ich doch mal an, oder? Oder ist die Infusion? Ne, menschliche Bombe. Perfekt. Dann werden wir das auch so umsetzen. Wie gewünscht. Könnten wir... Geht ja nach... Oh, hier löst sich aber so eine kleine menschliche Bombe eventuell auch lohnen. Now move away. Obwohl, es reicht nicht, um alle umzubringen. So. Bring ihn um. In 3, 2, 1. Jetzt. Danke dir. Dann hüpfen wir mal hier rüber. Let's go. Hier ist wahrscheinlich das, ja, die Betäubungsinfusion. Damit wir dann entspannt ihn töten können. Gut, holen wir mal Sid ran. Alright. So, komm, wie kommen wir denn eigentlich da rein? Ah, hier hinten einmal rum, ich verstehe. Interesting, interesting. Ja, lass mal da einmal rumgehen, dann können wir auch kurz noch ihn töten. Mhm. Wie guckt er? Gehen wir hier in den Schatten von dem LKW. Okay, ich nehme stark an. Fine. Ja, da ist etwas. So, nehmen wir ihn mal mit. Oh, wir können ihn jetzt Wasser werfen. Sehr gut. Alles gut. Und dann ab aufs Dach. Und einmal hier hoch, bitte. Dann können wir das Ding hier wegmachen. So, was gibt's hier zu sagen? Also okay, das ist wieder Leichen von Vorsprüngen und Dächern werfen, alles klar. Ah, okay, die dachten, da kommt hier andersrum rein. Nein, wir kommen hier so rum rein. Frage, er sieht ihn da. Können wir hier eigentlich reinspringen? Nö. Warte mal. Oh, wir könnten hier wieder einen kleinen Bombenangriff machen. Interesting. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Wir können natürlich auch ihm eine kleine Infusion legen. Und wenn er gleich runtergeht. Naja. Okay, pass auf, wir machen es anders. Wir killen einfach erstmal ihn hier. Oh ne, ich habe einen ganz anderen Plan. Alright. I'm on your tail. Rein da. Und jetzt den Wirt wechseln. Ooh, that one looks fun. Danke. Das ist auch einfach eine geile Fähigkeit. Hm? So, und dann gehen wir einfach mal in das Büschchen hier. Beziehungsweise können ihn eigentlich auch direkt umbringen.
Zack. Weg mit ihm. I'm sure. Kollege Schnürschuh wird sich wahrscheinlich gleich ein bisschen wundern, was hier los ist. Aber das... Oh, warte mal, stört uns gar nicht. Wir könnten nämlich eigentlich auch direkt in ihn reingehen. Und ihn dann einfach ein bisschen stunnen und auch töten. Oh ne, er wundert sich überhaupt nicht. Okay, alles klar. Dann umso besser. Nimm das. Du nimmst die Leiche. Und du nimmst das. Ein Traum. Dann wäre ich dafür. Wir könnten. Wir könnten so einiges machen. Wir können ihn blenden. Kriegen wir ja nicht immer XP, wenn wir das machen? Ich sehe nichts. Ja, du brauchst doch nichts sehen. Need something, love. Don't rush me. Don't rush me. Don't rush me. Easy, mate. Easy. Danke. So, weg mit dir. So, Rosa kann sich mal die Kiste holen. I can't wait to try this out. Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Kriegt XP. Sehr schön. Okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und werden uns mal um die Jungs hier kümmern. Hier ist eine Medizinkiste. Oh, hier haben wir auch noch ein paar, die wir töten könnten, sollten. Ja. Don't waste my time. Machen wir nicht. I won't leave a single Kann man hier reingehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre geil. Wäre geil, wenn man noch so in Gebäude reingehen könnte. Also in jedes Gebäude. Was ist denn hier los eigentlich? Alright. Nehmen wir an, hier können wir ohne Bedenken hingehen, weil es ja hier so ein kleiner Tutorial-Punkt. Oh, big group. Not to worry. I can make them disperse. Ich habe gehört, ein Panzerwolf soll bei uns unabhängig mit dem Anleben. Sollten wir uns beeilen. Was bitte? Das habe ich gerade nicht gecheckt, das Bild ist da so komisch aus. Ach so, das hier ist unser Mann. Okay, okay, wir sollen ihn einfach hier hinlocken. Aber hier wird er doch von voll vielen Leuten gesehen, das macht gar keinen Sinn. Hä? Naja, egal. Whatever. Ich würde sagen, wir locken ihn einfach. Hoppala. Und wegen hier ist man sicher. Hab nichts gesagt. Ich glaube, ich habe hier ein paar andere Pläne, wie wir das regeln. Sollten den Untermenschen einfach umbringen. Gruppenführer Kammler benötigt sie für sein Unterfangen. Gruppenführer Kammler kann man seine Schnauze halten. Oh, so eine schicke kleine Bombe wäre auch schon ein bisschen nice, ne? Schon wieder. Wer sieht ihn denn eigentlich? Niemand, oder? Geht er bis da oben hin? Oder geht er nur hier die ganze Zeit? Oh komm, geh bitte ganz da hoch. Ja, da können wir auf jeden Fall hier in den Busch rein. Das klingt nach einer richtig nice Geschichte. Warte mal. Wie kommen wir an den ran? Ich glaube tatsächlich hier rüber. Können wir das hin? Ja. Nice, 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 nice. Dann gehen wir jetzt da oben in den Busch und killen ihn erstmal. Müssen nur den richtigen Zeitpunkt nehmen, weil er ihn scheinbar doch kurzzeitig sieht. Wir spulen mal ein bisschen. Was ist denn mit einem Panzerwolf? So, wir wollen einmal hier raus, bitte. Und dann gucken wir uns mal ihn hier an.
sobald er sich umdreht. Na kommt, geht weg. Danke. Ein Traum. Dann könnten wir uns eigentlich, wenn er hier hochkommt, auch direkt um ihn kümmern. Ich glaube nämlich, der steht hier im Schatten von dem LKW. Und ihn können wir eigentlich dann direkt mal zersetzen. Wieso versuchen wir überhaupt die Jüde zu fangen? Wir sollten den Untermenschen einfach umbringen. Nothing will remain. Ihr habt nichts gesehen. Oh. Hilfe. Falscher Charakter ausgewählt. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ihr habt nichts gesehen. Ich habe nicht die Lautstärke bedacht. Renn. Gut. Sehr schön. Eigentlich könnten wir ihn auch auflösen, aber. Ihn auch auflösen. Den kleinen Schlingel. Did you need something? Wir können ihn ein bisschen stunnen, würde ich sagen. Wir nehmen sie. Wir machen einmal das. Wir machen einmal so. Und dann gehen wir gleich mit ihm raus, drücken Enter und dann killen wir ihn. Kurz gestunt. Kurz den Spritzer in den Hals. Und weg mit ihm. Gut. Gehen wir mal hier hoch. Wen haben wir denn jetzt hier noch so? Wir haben eigentlich nur noch ihn und. Oh. Er hat eine Bombe? Oh. Oder die Kiste. Das wäre tatsächlich beides eine gute Option. Bombe wäre natürlich noch ein bisschen nicer. Ich habe gehört, die Jüdin hat Gruppenführer Kamlas Dokumente über Geiststoffforschung gestohlen. Wie sieht er? Er sieht ja gar nichts. So, okay, wir geben dem safe eine Bombe mit. Das wird richtig schön reinscheppern. Ich habe gehört, ein Panzer. Oh, wir müssen näher an ihn ran. Mal. Sollten wir uns beeilen. Entscheiden fürs Fahrt. Willst nicht von einem Panzerwolf herumkommandiert werden? Oh ne, er kommt nur mal ran auf den Meter. Ein Traum. Something for you. Wieso versuchen wir überhaupt die Jüdin zu fangen? Wir sollten den Untermenschen einfach umbringen. Na komm, geh hoch zu deinen neuen Freunden. Deine letzten Freunden, die du jemals gehabt haben wirst. Ja, und dann steht uns nur noch hier, er hier oben im Weg und er hier. Aber er verpisst sich auf jeden Fall. Bedeutet. Ich trage meine Uniform mit Stolz. Ah ja. Ich werde das Ding ja nochmal auslösen, einfach just for fun. Oder die Leichen nochmal zersplattern. Nimm das! Das hat nichts mit. Ich habe was gehört. Oh, gar nicht gut. Let's keep moving. Oder gut? Man weiß es noch nicht. Jemand hat ihn getötet. Ja, das bezweifle ich aber. Ich glaube, du vertust dich da. Don't peek. Ich bin blind. Ja. Aber sowas von. There will be nobody left to be. Trotz die Chance ergriffen. Weg ist er. Okay, er inspiziert da hinten ein bisschen was. Dann können wir nochmal ganz fix daran hoppeln. This will hurt. Falscher Winkel. Falscher Winkel. Hoppala. Jetzt müssen wir nochmal quick sein. What is it? Ask in my radiance. Lol. Ach, daneben geworfen. Er hat mich einfach outplayed, indem er einen Schritt an die Seite gegangen ist. So. Kannst du dich mal kurz hier. So müsste es besser gehen. Danke. Raumopt. Gut. Dann schnappst du dir mal das Kistchen. Und wir können hier hochgehen, da hochgehen. Okay.
Would you look at that? Okay, was geht hier? Kann man sich wahrscheinlich nur verstecken, ne? Würde ich mal safe sagen. Naja, push mal ein bisschen. Wir müssen die hier noch ausschalten. Einfach, weil wir es können. Okay, ja, da kann man sich nur verstecken. Alles klar. Dann kommt die doch mal mit. Ich würde sagen, hier ist nochmal eine kleine Bombe nötig. Wir können das Tor hier aufmachen. Alright. Weil, ah ne, wir machen das nicht auf, da geht er komplett gleich durch. Das kenne ich schon. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Aber es macht in dem Fall nichts. Ja, genau so will ich das haben. Bombe. I can be crafty. Stinkewolke. Quite pungent. Und Zünder. Danke. Gut. Sind wir die auch los? Da oben bietet sich auch schon wieder eine Bombe an. Oha, da sitzt ein LKW-Fahrer drin oder was? Nein, wir können das Ding, wir können die Handbremse lösen. Und einfach mal einen schönen Fast Pentakill machen. Nice. Aber ich denke, die Folge geht schon wieder gute 30 Minuten. Dementsprechend machen wir hier einen kleinen Cut. Werden dann in der nächsten Folge uns weiter hier durch das Level ackern. Einen nach dem anderen killen. Und wir mal kurz auf die Karte gucken. So viel ist es auch gar nicht mehr. Ich denke mal, das sollten wir in der nächsten Folge hinbekommen. Wenn nicht, machen wir vielleicht eine extra lange Folge drauf. Raus. Boah, schauen wir mal. Gut, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie euch die Aufteilung gefällt. Wollt ihr lieber lange Folgen oder lieber kürzere? Eine Mission in einer Folge wird so oder so nichts. Da müsste ich wirklich XXL-Folgen machen. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu lang. Daher müssen wir es eh aufteilen, aber ja, eher so 30 Minuten, wollt ihr lieber 60 Minuten oder ist euch egal, machen wir so eine bunte Mischung, je nachdem wie es gerade passt. Gut, wie dem auch sei, lasst gerne ein Abo da, gerne auch ein Like, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao!